Der Verlust eines lieben Menschen. Es tut so unheimlich weh. Ein Abschiedsgespräch war möglich, aber aufgrund der Krise konnte keine Abschiedsfeier stattfinden. Und plötzlich überrollte mich die Trauer und ich wusste nicht ein noch aus, bis ich mir ein Ritual entwickelte, das mir half und hilft, mit dieser Trauer umzugehen und Schritt für Schritt ins Leben zurückzuwandern. Ich lade Sie ein, mit mir dieses Ritual zu feiern. Ich habe ein Weihwasser vorbereitet und eine Osterkerze. Und ich führe ein Gespräch. Ein Gespräch mit dir, mein Gott, weil ich traurig bin. Ein Freund, ein lieber Mensch hat mich verlassen. Er ist heimgegangen zu dir. Er ist tot. Es ist zum Schreien. Er ist nicht mehr hier. Es tut so unheimlich weh. Überall fehlt er. Ist seine Abwesenheit spürbar. Und du, Gott, warum? Warum jetzt? Doch viel zu früh. Ich stehe hier mit Hiob und klage dich an, mein Gott. Ich stehe hier in meinem Garten zwischen der untergehenden der Sonne und erscheinenden Mond. Ich frage mich, bist du dort? Siehst du mich? Spürst du meinen Schmerz? Bist du im Himmel? Gibt es wirklich diesen Himmel? Feierst du mit Gott? Das ewige, unendliche Fest. Ist es auch so schön wie hier oder so ganz anders? Dieses Fest und wir haben nichts von dir und davon, nur den Schmerz, weil du uns fehlst. Ich sehe noch keinen Stern, auf dem du wohnst und keinen Stern, der mich tröstest, weil du da oben daheim bist. Ich habe eine Kerze entzündet. Ein Licht für dich, mein Freund. Es möge dir leuchten, damit deine Seele gehen kann. Damit du Frieden findest in der ewigen Liebe. Du Gott, du Licht, leuchte auch mir meinen Weg durch diesen Schmerz und diese Trauer, durch dieses Tal der Tränen, damit ich wieder aufstehen, mich erden kann, um Schritt für Schritt mein Leben neu zu gestalten. Steh mir bei und gib mir die Kraft dafür, bitte. Du, mein Gott, lass mich mit dir wieder ins Gespräch kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Du Gott bist mit uns. Du Gott segne uns.
du, mein Gott, segne mich und die Meinen. Lass die Seele gehen von unserem Freund in dein Reich der Liebe. Lass uns Frieden finden und bei dir geborgen sein. In deinen unendlichen Armen. Gott segne auch mich und die Meinen. Geh mit uns durch das Tal der Tränen. Begleite uns durch den Wellengang der Trauer. Ermutige uns mit deinem Funken Hoffnung, damit wir Schritt um Schritt in der neuen Wirklichkeit auferstehen und wieder die österliche Freude erleben können. In einem neuen Miteinander über Zeit und Raum hinaus. Amen. Ich lade Sie ein, auch Ihr eigenes Ritual für Ihre Lieben in der anderen Welt zu gestalten. Dankeschön.